Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Leute, vor langer Zeit habe ich ein Faktenvideo zu Zoroark gemacht und Entei. Und da habe ich mir so gedacht, weil ihr ja sehr positiv darauf reagiert habt, wollte ich jetzt ein neues Format raushauen, nämlich Pokémon-Fakten. Und ich will natürlich ganz, ganz viele machen, denn es macht mir unglaublich viel Spaß, wirklich Pokémon-Fakten rauszusuchen, die keiner kennt. Und deshalb wünsche ich heute viel Spaß bei meinem Video und den 10 Pokémon-Fakten, natürlich vom allerersten Pokémon von Bisasam und seiner Entwicklungsreihe. Und wir legen direkt los mit Fakt Nummer 1. Bisasam! In der ersten Generation war der Typ Käfer noch vierfach effektiv auf Bisasam und seine Entwicklungsreihe, eben wegen dieser Typenkombination Gift und Pflanze. Bisasam! Falls ihr einen Bisasam habt und euch denkt, ich will mal ganz kurz zum Freund oder vielleicht irgendwo mal übernachten, das könnt ihr. Denn Bisasam kann laut seinem Pokédex mehrere Tage ohne Nahrung auskommen. Denn er nimmt Nährstoffe dauerhaft durch den Samen auf seinem Rücken auf. Somit kann Bisasam mehrere Tage ohne Nahrung oder Wasser auskommen. Bisasam! Die einzige Drachenattacke, die Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor lernen können, ist Wutanfall und auch nur durch TM. Die einzige Geistattacke ist Fluch und auch nur durch Zucht. Und die einzige Kampfattacke ist natürlich die VM Zertrümmerer. Bisasam! Bisasam ist neben Bautz das einzige Pflanzenstarter-Pokémon, welches einen Sekundärtypen hat. Bautz nämlich Flug und Bisasam, habe ich vorher schon gesagt, natürlich Gift. Bisasam! Bisaknosp ist das leichteste einmal entwickelte Starter-Pflanzen-Pokémon. Es wiegt nämlich nur 13 Kilogramm. Knapp dahinter liegt Chimtex mit ganzen 14 Kilogramm. Bisasam! Fakt Nummer 6. Bisasam, Bisaknosp als auch Bisaflor kommen alle drei in der Super Smash Bros. Reihe vor. Hier kommt mal ein unlogischer Fakt zum Thema Bisaflor. In seinem Pokédex steht nämlich, dass wenn seine Blume auf dem Rücken viel Nahrung und viel Sonne aufnimmt, dann färbt sich diese Blume bunt. Das macht allerdings keinen Sinn, denn weder im Anime noch im Spiel noch irgendwo anders habe ich gesehen, dass die Blume bunt war. Deshalb Pokémon Company, da war ein kleiner unlogischer Fakt dabei. Bisasam! Ein richtiger und positiver Fakt ist aber der Fakt, dass der Duft, der von Bisaflors Blume ausgeht, sowohl Menschen als auch Pokémon versänftigt und ihr Gemüt einfach freundlicher macht. Bisasam! Der 9. Fakt. Bisaknosp ist das einzige Pokémon dieser Entwicklungsreihe, welches nicht in dem Film Der Meisterdetektiv Pikachu vorgekommen ist. John C. Und der letzte Fakt. Last but not least kommt ein sehr lustiger Fakt, den ich irgendwie voll lustig finde. Die Entwicklungsreihe von Bisasam besitzt die Eigruppe Monster. Also als Sekundär. Es gibt noch, ich glaube Monsterpflanze oder Monstersamen war es. Auf jeden Fall. Somit ist der Fakt, dass du Bisasam und seine Entwicklungsreihe mit jedem Pflanzenstarter-Pokémon bis zur 5. Generation paaren kannst. Also bis zu Chelterra, danach nicht mehr. Finde ich irgendwie saulustig. Und by the way, auch noch mit Glurak und Turtok. Weiß nicht warum, aber ich finde es voll lustig. Jo, war wirklich sehr lustig. Leute, ich werde mit diesem Format auf jeden Fall weitermachen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, diese lustigen Fakten einfach zu suchen. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fakten zu Bisasam kennt, schreibt es in die Kommentare. Und Leute, ich mache dieses Format auf jeden Fall weiter. Es macht mir sehr viel Spaß. Falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, Leute, bis zur nächsten Woche. Haut rein und ciao.